Ja, kurzes Päuschen musste sein, wegen Folge und so. Das ist auch hier fertig, hier von OBS dann gemacht wird. Bei mir dauert es irgendwie ein bisschen länger, dass der dann, so wenn ich über eine Stunde aufnehme, dann braucht er ewig. So, dass es dann quasi als MHV-Datei hier gespeichert wird. Ich glaube, ich bin hier doch irgendwie falsch. Kann das sein? Die Knochen nehme ich trotzdem mit. Hoppala. Ah, das ist so ein Ding. Okay. So, Ausdauer voll machen. Krypta der Bauer Schreiner. Doch da oben. Wie komme ich nur hoch? Hier wurde jemand begraben. Aha. Kann ich schon das Ding öffnen? Nee, noch nicht. Jetzt. Wurzelstab. Ich bin kein Grabschänder. Und wie komme ich jetzt da hoch? Muss ich mir einen Weg nach oben graben oder wie? Standort ist unten. Refugium der Flamme. Ah, Stufe 6. Perfekt. Noch ein Stufenaufstieg. Was kriegen wir hier? Auch nochmal Kondition. Und wir haben jetzt... Mache ich noch schwere Platten. Okay, das ist nice. Krypta der Bauer, Schreiner. Ich wüsste jetzt nur gern den Weg da hoch. Könnte der sein? Oder ist es wirklich unten im Miasma versteckt? Ne, Standort ist wirklich unten, sagt es. Okay, dann muss ich wirklich nach unten gehen. Durchs Miasma. Aber da ist zum Teil rot. Boah, gerettet. Ach, weil da unten Lava ist. Deswegen ist es rot. So, wie weit runter muss ich noch? Oder das da. Das könnte es sein.
Ja, sieht ganz danach aus, als müsste ich hier hin. Schon mal? Ah, da ist ja auch noch ein. Okay, haben wir. Alter, was ist denn hier passiert? Jede Menge Krabbelviecher. Oh, wie viele? Jo, schnell weg, schnell weg. Seiden. Seiden kriegst du hin, dass ich wieder auflade, mein Leben. Komm, ich halte mich wieder hoch. Was sind das denn? Okay, ich bin gleich, wirklich. Refugium der Flamme. Mich jetzt nicht im Visier, oder? Nee. Ich muss an der vorbei irgendwie. Nein, hier komme ich nicht hoch. Nein! Ah, okay. Wenigstens bin ich hier. In der Nähe. Und es ist jetzt Nacht. Meine Pause war kürzer, ja. Also ich war, ich habe ja nur diesen 5-Minuten-Timer. Aber ich war viel früher da. Ich war nach 2,5 Minuten, glaube ich, wieder da. Toll, jetzt bin ich wieder im Miasma. Ich sehe aber auch gerade gar nichts. Achso, die stecken im Boden fest. Dann scheiß auf die. Wenn die im Boden feststecken, kann ich mit denen nichts machen. Außer die vielleicht ausgraben. So, die Nacht ist hier noch jung.
Also da vorne ist rotes Miasma. So, dann gehen wir jetzt mal doch rein. Nochmal. Alter, wie viele sind denn da von denen? Von den Viechern hört es echt nicht auf. Das ist eine richtige Brutstätte von denen da. Die. So, ich versuche mal da an den vorbeizurennen. So, da sind meine Sachen. Out, die haben mich erwischt. So, an dem muss ich vorbei, gehe ich mal von aus. Hier nochmal ein bisschen Luft. Keine Ausdauer. Ja, super. Dann eben ganz kurz warten. Hat er noch gereicht? So, das gehört wahrscheinlich gesprengt. Was ist das eigentlich? Ich glaube, das ist rein. Schutzhacke bei Schmied. Ah, ihn haben wir. Jetzt geht's hier auf. Wofür das hin? Einen Marker hinzugefügt. Ah, okay, es ist nur, es ist hier nur rot wegen dem Lava. So, kurz mal hier. Hier sind wir, okay. Warte mal, welche Stufe sind wir nochmal? Stufe 6. Morvena. Dann haben wir hier noch einen Schrein der Flamme. Okay, die Karte wird aber auch langsam immer mehr und mehr aufgedeckt. Wie weit nach Norden geht's denn noch? Okay, wir haben nichts, im Grunde nichts aufgedeckt. Nee, nicht nach Norden. Ich muss nach Süden, ne? Nee? Nach Westen. Komm, machen wir schnell eine Reise. Teleportieren wir uns dahin.
So, und einmal alles reparieren. Weiter, Sa. Ewig magisch. Wir sind Staubkörnchen in einem Wirbelwind aus Sternen, mein Freund. Traust du dich, die Hand auszustrecken, um ein Stück der Ewigkeit zu ergreifen? Vielleicht wäre ein ewiger Zauberspruch etwas für dich. Ich weiß, dass ein solcher in einer unterirdischen Gruft zusammen mit seinem schrecklichen Meister begraben wurde. Du könntest damit eine Menge Gutes tun. So, okay, warte mal. Erstmal hier. Kate Hawthorne. Juhu! So. Mit dem quatschen wir auch jetzt mal. Beziehungsweise erstmal wieder hier drauf. So. Sieh mal, wer da, wer wieder da ist. So. Flammblut, ich erkenne diesen Blick. Wir teilen eine Leidenschaft, nicht wahr? Architektur, Kunst, Grabraub. Ich meine vergessene Schönheiten bewahren. Es wird gemunkelt, dass unsere Königin neben ihren Kuriositäten begraben wurde. Obwohl niemand weiß, wo. Jetzt hat die Dame wohl keine Verwendung mehr dafür. Sie ist ja tot. Ha. Warum also nicht auf Entdeckungsreise gehen? Brücke. Du hast meine Notizen gefunden. Ja, ich zähle mich seit langem zu den Besten. Obwohl meine Tante Braylin da anderer Meinung wäre. Natürlich haben große Künstler eine Signatur, um ihre Werke zu kennzeichnen. Meine ist eine Truhe, die ich auch im Fundament der Brücke von Braylin hinterlassen habe. Direkt am mittleren Pfeiler. Und trotz meiner Bemühungen hat es bisher noch niemand bemerkt. Der Bau von Diadwin? Weißt du, Flammblut? Ich habe geholfen, Morwenna zu bauen. Und ich habe sie nach meiner friedlichen Tante benannt. Ich habe hier in der Gegend tatsächlich schon viele Städte gebaut. Schon mal von Diadwin gehört? Ich glaube, ich habe dort einige meiner Fachwerkblöcke zurückgelassen. Warum siehst du nicht mal nach? Wer es findet, dem gehört's. Happy to help. Was sind jetzt hier? Schreiner gerettet. Was? Noch ein freundliches Gesicht. Eine hervorragende Ergänzung für unsere Gemeinschaft. Mörser der Alchemist. Mein treuer Mörser ist verschwunden. Ich vermute, er befindet sich tief in meinem Turm nahe Distelsam. Bitte finde ihn für mich. Ich werde damit zu noch größerem in der Lage sein. May the flame guide your way. Verlorene Ausrüstung? Ah, wo ist sie nur? Sie war genau hier, meine Ausrüstungstruhe. Ich brauche sie für meine Arbeit, aber sie wurde geklaut. Ich sage es dir, niemand hat die ganze Truhe mitgenommen. Frag doch mal nach. Ja, irgendjemand hier ist ein dreckiger Dieb. Don't waste your breath. Wie viele Quests wollen wir denn noch an... Verlorene Ausrüstung? Eine Ausrüstungstruhe? Nicht zu laut, ja? Ja, ich habe sie mir ausgeliehen. Wollte ein paar alte Projekte zu Ende bringen. Weißt du? Aber wenn du es dem alten Oswald erzählst, verliere ich vielleicht noch meine andere Hand. Hör mal. Ich sage dir, wo du sie findest. Und du sagst gar nichts. In Ordnung? Anything else? Wir haben ein bisschen zu viele Quests gerade. Hier ist immer noch dunkel. So. Erst einmal hier alles wieder rein. Und hier nochmal so rein. Und so. Warte mal, das müssen wir so reinpacken. So, das können wir zerlegen. Alles klar, Oldcoin. Danke für den Lurk. Und viel Spaß noch beim Zocken. Brauchen wir nicht. Eine Miasma-Seele haben wir. Warte mal, haben wir hier alle schon drin? Pack die Erde nochmal hier rein. Und hier können wir nochmal ein paar Beeren. Hier reinpacken, so. Ah, es wird hell. Juhu.
Juhu. Kann ich das jetzt auch nochmal aufwerten? Eine von fünf Meeresmissionen. Ah, okay. Ich guck mal, haben wir alles hierfür? Warte mal. Plünderer-Mutterkopf. So, Werkstätten, Jägerin, Schmied. Schutthake. Was hat sie? Waldläufer-Set, Schützenkapuze. Warte mal, hat er vielleicht neue Dings hier? Ich kann jetzt hier Stufe 8 herstellen, okay. Was bei ihm? Okay, hier. Geheimtüren. Regale. Boah, geil! Alter, polierte Holzdoppeltür. Lichtquelle. Der macht bessere Dinger hier. Wir können ein Klo bauen. Und eine Badewanne. Alter, was? Okay, hier noch eine. Das kostet Miasma-Seelen. Kleine magische Truhe. Die lassen wir mal. Und ein Brennofen. Warte mal. Quests. Ja, wir haben aktuell sehr viele. Ich guck mal, was ist am nächsten. Ich glaube, das ist am nächsten. Ein ewiger Zauber. Machen wir da den Wegpunkt. Da ist eine Truhe. Da oben. Wie kommst du, dass ich da noch nicht war? Hä? Ne, doch nicht. Hä, ich hatte doch gerade... Ach, das hatte geläutet. Okay. Ja, aber immerhin können wir von hier nochmal ein bisschen Aufschwung holen. Ich finde das echt geil hier. Okay, die haben mich jetzt echt erschrocken. So, hier kommen auch noch ein paar. Ausgerechnet haue ich noch auf dieses Sprengzeug rein. Das sieht auch interessant aus, dieser Turm.
Jo, auch noch die Bienen. Ja, super. So, das nehmen wir mit. Was war das? Ein Federkolben. Machen wir weg. 453 von den Runen haben wir mittlerweile. Hier sind kleine Treppen. Geht's noch höher? Irgendwie, irgendwo? Oder ist das schon das Oberste? Gibt es hier sowas wie einen Doppelsprung, den man freischalten muss? Das sieht für mich aus, als könnte man noch weiter hoch. Ich glaube, wir müssen hier über die Brücke, kann das sein? Oder? Nee. Ich glaube nicht. Nicht über die Brücke. Hat die beiden wieder. Da waren wir ja schon. Glaube ich. Nee, hier noch nicht. Aber durchs Miasma müssen wir, glaube ich, so oder so. Nicht ins rote Miasma. Nicht ins rote, nicht ins rote. Ja, ich glaube, da ist schon richtig. Welche Stufe haben die? Stufe 5, okay. Autsch, der hat mich jetzt noch getroffen. Ah, ich sehe da was. Wegen der Fäulnis. So. Autsch. Wer war das jetzt? Die schon wieder. Die beiden muss ich irgendwie besiegen. Alter. Alter, die verfolgen einen sogar, die Schüsse. Alter, wie soll man die denn treffen?
Vielleicht von da oben? Komm, zwei, ein Treffer, ein Treffer. Alter, haben wir geschafft. So. Dann machen wir die hier auch nochmal kaputt. Jo. Das fand ich aber heftig mit denen. Da ist noch einer. Ring der Fäulnis, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir noch ein bisschen nach Norden. So, wie kommen wir da rüber? Ich hoffe, da hinten ist noch ein Weg. Oder wenigstens sowas wie eine Brücke. Achso. Wir können auch ausnutzen. Ja, dann. So, mitnehmen, mitnehmen. Ich find's krass, wie viele Runen die eigentlich auch an sich immer mit haben. Gleich sind wir da. Ist hier irgendwo ein Bereich, wo ich aus dem Miasma eben kurz raus kann? Das wäre jetzt schön, wenn wir jetzt irgendwie kurz die Flucht ergreifen können davon. Ich glaube hier. Nee, auch noch nicht. Das wäre beinahe sauber gegangen. Nein, 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 nein. Fast. Das war auch fast ins Auge gegangen. Ich glaube, da müssen wir hoch. Ja. Ich glaube, wir haben es gefunden, wo wir hin mussten. Unterirdischer Grabeingang. Ui. Und Untote. Okay, mehr ist hier nicht. Was hat der? Salz. Ja, wer salzt nicht Tote? So,
immerhin kriegen wir Salz. Brauchen wir ja, ne? Ewiger Eisgott. Ernsthaft? Dafür war ich jetzt hergekommen. Gab es jetzt sonst noch irgendwie was? Irgendwas, das sich gelohnt hat? Okay, 1,5 Minuten. Naja, 1 Minute 20. Das war's? Ich muss jetzt irgendwie ganz schnell raus. War keine gute Idee in diese Richtung. Wenigstens gibt es hier einen Weg. Wieder hoch. Finde einen Ausweg. Ja, ich suche einen. Nein! Das wird sehr knapp. Ich glaube, ich werde hier gleich drauf gehen. Ich werde hier gleich drauf gehen. Jo. Na super. Einmal kurz alles reparieren. Was haben wir noch im Rucksack? Nix. Alles, was wir eingesammelt haben, weg. So, kann ich hier irgendwo schnell reisen? Kann hier jetzt nicht schnell reisen, ne? Ich muss den ganzen Weg nochmal von vorne ins Miasma rein und wieder raus. Ja, das ist ja super. Nein! Das ist auch super. So, okay. Einmal kurz was essen. Damit es schneller regeneriert, hoffentlich. Aber okay, wir hatten dieses Mal nichts mit dabei, was wir verlieren könnten. Warte mal, wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Wo können wir den mal investieren? Wird die Gesundheit um 20 pro Attribut? Oh! Willenskraft erhöht die Gesundheit. Ja, immerhin. So, diesmal schaffen wir es, oder? Ohne in den Tod zu stürzen.
So, Salzbeppe. Ja, ich muss hier nur an euch vorbei. Erstmal wieder raus aus dem Miasma. Ich hoffe, hier hat sich nichts von diesen Viechern gespawnt. Sieht jetzt erstmal nicht danach aus. Aber okay, man kann hier so durch. Immerhin. Morvenna. Hier sind wir wieder. Immerhin. Warte mal, hatten wir nicht eine Quest hier für Morvenna? Wo sind wir? So, jetzt in die Richtung. Da ist ein Zelt mit einem Brief. Das wir noch lange nicht mehr gelesen haben. Reiner Lager. Dieses Land, Morvenna, wäre wohl ruhig und friedlich, wenn diese Plagegeister nicht wären. Sie nagen an allem, was ich aufbaue. Von der Scheune über das Denkmal bis zum Herrenhaus. Alles zerfetzt von diesen wilden Bestien. Als würden sie sich über mein Handwerk lustig machen. Sie waren nicht immer so grausam. Wurden sie vielleicht gezwungen, ihren natürlichen Lebensraum zu verlassen? Ist diese Verderbnis daran schuld, von der die Leute erzählen? Tante Irvetta meint, dass sie wohl Angst haben. Und sie meint auch, ich könne das nicht sehen. Wahrscheinlich wegen meines einen Auges. Ich fand das nicht lustig. Kate Hawthorne. Ja, aber ich bin froh, dass wir den jetzt haben. Und damit können wir viel, viel mehr Sachen jetzt bauen. Boah, ich freue mich schon, wenn wir auch noch einen Platz finden, wo wir richtig ausbauen können und wollen. So, das ist jetzt noch ein sehr weiter Weg. Aber ich muss oben rum. Also beziehungsweise ich will jetzt oben rum, weil den schnellsten Weg zu unseren Sachen und dann wieder so schnell wie möglich raus. Was ist denn das da? Ist nicht markiert. Oh, das ist eine Mine. Ach, wie nice. Oh, hier könnte ich rein theoretisch das ganze Erz hier abbauen, oder? Oder ist das Feuerstein? Ich glaube, das ist Feuerstein. Extra eine Stelle, wo man sowas abbauen kann. Nice. Ah, okay, da sind wir wieder bei denen. Den waren wir, glaube ich, nicht. Aber mir ist jetzt erstmal wichtiger, dass ich meine Sachen wieder bekomme.
So, hier müssen wir jetzt durch. 6 Minuten haben wir Zeit. Für rein und wieder raus. Ring der Fäulnis. Ich hoffe, ich finde das noch schnell. Und bitte. Ah, okay. Wollte schon sagen. Aber ist da vorne. Auf der Straße sogar müsste das sein. Das heißt, wir können ganz schnell hier auch wieder raus. Ach, hier. So, alles wieder eingesammelt. Perfekt. Was wollten wir sonst hier? Weg und löschen. So, dann gehen wir den Weg wieder so schnell wie möglich zurück aus dem Miasma raus. Alter, schon gleich 2 Uhr. So, da haben wir den Ausgang. Dann würde ich sagen, reisen wir einfach wieder zurück. Ah, eine neue Quest. So, was ist mit ihm jetzt? Schreinerlager. Du hast mein Lager in der Nähe von Morvena gefunden? Beschaulich, oder? Wir haben versucht, dieses Land bewohnbar zu machen. Wunderbare Seen und eine tolle Aussicht. Aber als wir uns niederließen, wehrten sich die wilden Tiere vehement. Schließlich gaben wir unsere Bemühungen auf. Die Welt war bereits im Begriff auseinanderzufallen. Da habe ich beschlossen, die Flammenkrypta zu betreten. Nicht nur um die Gegenwart zu retten, sondern um die Zukunft aufzubauen. Happy to help. So. Aber ich würde sagen, ich mache hier dann für heute Ende. Es ist schon gleich 2 Uhr. Und auch erstmal hier in YouTube vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.